Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier wieder bei uns auf unserem Kanal. Wir spielen heute wieder eine neue Runde Phasmophobia zusammen mit dem Steve. Dobry dzień. Da, gut, gut. Wir gucken uns jetzt erstmal wieder, wie beim letzten Mal, schon mal die optionalen Ziele an. Und zwar Ziel 1 entdecken Sie, um welche Art des Geistes es sich handelt. Wie jedes Mal bei Ziel 1 ist immer dasselbe. Ziel 2 lassen Sie Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Das wird auf jeden Fall der Steve wieder mal für uns übernehmen. Finden Sie Beweis für unnatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Das heißt, einer von uns sollte am Anfang vielleicht einen EMF-Reader mitnehmen. Und Ziel 4... Habe ich schon mal angepackt. C4, ne? Man kennt's. C4, Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Und wir können dieses Ziel endlich erfüllen, weil wir haben uns heute mal ein Kruzifix gegönnt. Wichtig ist natürlich noch, der Name des Geistes ist Sandra Moore. So, unsere heutige Challenge, die wir heute natürlich wieder haben. Wir haben natürlich heute wieder eine Challenge, die wir aber diesmal beide haben. Wir sind heute nur mit einer Kerze bewaffnet für die Lichtquellen. Und wir dürfen uns auch nur einen weiteren Gegenstand mitnehmen. Das heißt, am Anfang nimmt jetzt beispielsweise Steve irgendwie die Box mit oder das Thermometer oder den EMF-Reader. Und ich nehme eben halt irgendeinen anderen Gegenstand mit. Und wenn wir den Ort des Geistes gefunden haben, sagen wir jeweils dem anderen natürlich Bescheid. Jo, hier ist der Ort, da wird er drin sein. Und dann fangen wir an, die einzelnen Sachen da reinzubringen. So, Stevie, was hast du heute dabei? Du hast schon mal den EMF dabei, so wie es aussieht. Ich habe dabei die Kerze. Mein treuer Freund in der Dunkelheit und dabei habe ich noch den EMF-Reader. Beides wird den mich das ist gut. Hoffentlich als Reichen gegen die Geister schützen. Nicht. Es wird das übel. Ist gut, es das wird ist übel. Gut. Lass uns da mal ins Gefängnis reinschauen. Okay, du bist die Vorhut. Ich bin direkt hinter dir. Ja, genau. Ach, du gibst mir Rückendeckung. Ach, du Scheiße. Wo geht's denn hier rein? Hallo? Hier ist eine Tür offen. Oh Gott, hier geht's wirklich auch noch rein. Oh nee. Bist du bei mir? Hilfe, Hilfe! Ich bin bei dir. Northeast Entrance. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das mit der Kerze so eine gute Idee war. Irgendwie gefühlt sehe ich gar nichts. Ja, das war eine total beschissene Idee, Alter. Eine richtig beschissene Idee war das. Oh nein. Oh. So, wie teilen wir uns denn am besten auf? Oder wollen wir uns überhaupt aufteilen? Achso, du gehst nach links, ich gehe nach rechts. Ja, aber das Problem ist halt, dann sind wir wirklich am Arsch, wa? Selbst wenn der eine den anderen sagt, ich bin jetzt hier. Es ist nicht so einfach, denn zu finden, wo derjenige denn gerade ist. Richtig. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal zusammen. Ja, machen wir Kerze an, Alter. Was bei diesem? Ach du Kacke, ey. Ja, du bist denn halt mal die Lichtquelle jetzt, würde ich sagen, wa? Und ich bin hinter dir. Wenn der EMF ausschlägt, weißt du, ne, sagst du Bescheid. Beziehungsweise ja, ja. Ich höre das ja. Aber hast du den dann auch wirklich an? Leuchtet ja, ja. Da das grüne Lämpchen? Das ja, leuchtet. Cool. Okay. Ja, total geil. Gott sei Dank habe ich noch eine Taschenlampe mitgeschmuggelt in meiner Knasttasche. Na, die kannst du da aber nimm sie, schön alleine rausholen. Nimm sie! Nein. Oh, hier geht's auch noch mal weiter? Oh nee. Ey, das ist wirklich eine riesen Map. Dass du vorgehst. Das Schlimme ist ja. Jetzt aber, wenn du so mit der Lichtquelle vorgehst irgendwie und ich von hinten weggegrabbelt werde, dann wird das immer umso schlimmer. Ja, wir sehen aber auch zum Beispiel nicht, wann der Geist quasi auf Jagd ist. Weil das siehst du ja normalerweise an den Taschenlampen, an dieses Flackern. Und das der Geist, du meinst halt Sandra Moore? Sandra Moore meinst du? Du meinst doch nicht Sandra Moore, oder? Meinst du, die ich jagt uns wirklich? Raus, wenn das so was? Ja, ich wollte die. Mach jetzt mal hier Licht an. Geht ja hier gar nicht. Nein, das. Wir machen kein Licht an, Benny. Das ist gegen die Regel. Ach, ich hätte jetzt auch echt Lust, das scheiß Ouija-Board zu finden. Also ja, einfach um zu wissen. Ihr hättet jetzt Lust, einfach mal irgendwo einen heißen Kakao in einem hellen Raum zu trinken, aber so haben wir beide unsere Referenzen, wa? Weißt du es ja nicht, ist es ein Frauengefängnis gewesen oder war das eine Wärterin? Die Sandra Moore?
Du meinst, ob Sandra Moore wirklich... Ob die Sandra Moore... genau die Sandra Moore. Die Sandra Moore meinst du? Die eine. Okay. Oh, ja. Und wenn man vom Teufel spricht, hier. Zellentrakt. Und du bist gleich wieder weg. Geil. Ey, boah, ist das groß. Wie jetzt hier schon? Sind wir einfach im Kreis gelaufen? Gib uns ein Zeichen. Sandra Moore, gib uns ein Zeichen. Sandra! Gib uns doch ein Zeichen. Oh, oh. Hier sind noch PCs an. Lightning Controls. Oh lol, die kannst du sogar einschalten. Geil, was passiert denn dann? Das Licht angemacht. Ah, cool! Aber machen wir erstmal wieder aus, weil ansonsten meckerst du ja rum, ne? Ist ja richtig. Challenge. Ja, Licht. Licht aus ins Helmblock 14. Ist aus, ist aus, ist aus. Oh, was, was? Oh! Oh, vor dir, vor dir! Er jagt. Er jagt. Also dann weiß man auf jeden Fall, wenn das Radio mal nicht funktionieren sollte. Aber das heißt, wir sind ja auch irgendwo in der Nähe von der alten. Hoffe ich. Hast du dein EMF wirklich an? Ich mach jetzt hier mein Thermometer mal an. Ja, es guck da, bitte. Licht ausgeschlagen. Oh, warte mal. Wir sind aber hier in der Nähe, weil hier gibt's 5 Grad. 5 Grad, 3 Grad. Der ist hier auf jeden Fall in der Nähe vom Zellenblock. Okay. Also er wird genau hier sein, irgendwo. Sie. Oder sie. So. Heißt für mich im Umkehrschluss, ich schmeiß jetzt mal mein Thermometer. Alter, 6 Grad, 4 Grad, unter 10 Grad. Die wird hier irgendwo, die ist hier irgendwo hier in diesem... Hier in dem Zellenblockbereich ist die definitiv. So, das heißt, ich schmeiß meinen Thermometer mal weg und gucke, ob ich jetzt irgendwie wieder rausfinde, wo unser LKW ist. Weil hier, in diesem Block, ist der Geist. Da gibt's die Sandra. Und wie wir sehen, ist der Timer abgelaufen. Das heißt, die geht jetzt auf Jagd, wenn wir reingehen. Auf geht's. Gut. Aber hier war sie ja, also hier hatten wir ja, also ne, hier nicht, sondern hier da hatten wir ja hier die Temperatures. Gib uns ein Zeichen. Oh, ja, danke, das, ja, ist okay. Ist ja okay, beruhigen Sie sich. Schreib ins Buch. Ja, bitte hör auf, irgendwelche Tasten zu drücken. Das macht mich nervös. Tasten drücken. Hörst du nicht dieses Knacken die ganze Zeit? Ja, ja, aber welche Tasten? Was meinst du? Tasten? Ich hab keine Ahnung. Sandra Moore, antworte mir. Gib mir ein Zeichen. Oh! Oh! Oh, sie ist da! Sie ist da! Hörst du mich? Ja. Hast du mich übers Radio gehört? Roger. Oh, okay. Gut, damit hat sie jetzt zumindest nicht mehr gejagt. Okay, das ist schon mal schön. Jetzt können wir mal gucken, ob sie hier ins Buch reingeschrieben hat. Nein, hat sie nicht, aber sie hat in die Box reingetackert. Also können wir schon mal sagen, Box it is. Geisterbox. Danke. Oh, leck mich vom Arsch, du. So, jetzt nehme ich mal kurz nochmal Thermomede.
Da fängt die an, hier mir in den Nacken zu hacheln. Vielleicht finden wir ja auch Gefriertemperaturen. Das wäre natürlich ganz awesome. Schreib bitte ins Buch, bitte. Bitte tu es einfach. Schreib einfach in das fucking Buch, ey. Schreib ins Buch. Please. Ich habe keine Minustemperaturen. Ich habe so 3 Grad, 3,6, 4,2. Ach Mann, ey. Ja, ist doch, Alter. Hör doch mal auf, hier irgendwelche Sachen zu bewegen. Ich merke, ich kriege leicht Panik. So ganz dezent. Bist du gestresst, oder was? Oh, nö, du, ist völlig entspannt, du, da ist, okay, Temperaturen finde ich jetzt hier nicht. Jetzt gib mir, wo ist meine Kerze? Da. Also, Gefriertemperaturen scheint's... Warst du das? Warst du das? Hör auf! Ey, schmeiß dir gleich die Kerze gegen den Kopf. So. EMF. Also ich finde es krass, dass das EMF echt nicht ausschlägt bei ihr. Gib uns ein Zeichen auf dem EMF-Reader, please. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Ich höre schon wieder irgend so ein Klinken hier. Da. Gib uns ein Zeichen. Bitte. Bitte gib uns ein Zeichen. Aber ein freundliches. Ne? So, einfach lieb streicheln oder so. Nee, bitte nicht streicheln. Nee, das war eine scheiß Idee. So, lass uns mal ganz kurz gucken, was das Buch sagt. Ob sie da eventuell ins Buch geschrieben hat. Hast du das? Nope. Benny? Sandra Moore. Ich hab grad irgendwie so... Alter, du. Bleib ins Buch. Wenn ich jetzt wegen dir drauf gehe. Sandra! Sandra Moore, Sandra Moore, Sandra Moore, Sandra Moore, Sandra Brewer, Sandra Brewer. Du bist ein Typ, ey. Und nachher schreist du dann wieder wie so ein kleines Mädchen. Aber eigentlich willst du ja nur, dass ich schreie, wie ein kleines Mädchen. So, ich schmeiß jetzt mal die Sachen hier so hin. Wir gucken jetzt, wir gehen jetzt mal kurz zum LKW. Beziehungsweise, du kannst auch gerne hier drinnen bleiben. Aha, weil. Und kannst du noch mal ein paar Mal den Namen sagen? Und okay. Hat mich angehaucht gerade. Ich verpiss mich. Ich, ja, mich auch. Ich bin weg. Tschüss. Warum gehe ich denn jetzt wieder rein? Achso, weil ich nichts sehe. Ah, hier vorne ist ja die Zelle. Les Celle. Bist du noch da? Jupp. Benutze dein Funkgerät. Ich höre auf jeden Fall EMF5. Das musste jetzt nicht unbedingt EMF5 sein. Der hat jetzt einfach nur ausgeschlagen. Kann auch sein, dass es einfach nur 3 oder 4 Balken waren. Höre dich. Muss eindeutig länger gedrückt halten, mein Freund. Eindeutig länger gedrückt halten, der Funk.
du noch fertig? Bist du... Also ich sehe an deiner Sanity, du lebst auf jeden Fall noch, aber es sieht so aus, als ob der Geist gerade huntet. Ja. Wir können ja mal auf der Karte gucken, wo der Steven so ist. Oh, er versteckt sich. Steven, versteckst du dich gerade quasi in dem großen Raum, hinter der Tür? Ja. Die ist auf jeden Fall weg, die alte. Ausschlag ist vorbei, du kannst dich bewegen. Hockst du jetzt da schön im Bus? Ich bin jetzt, guck gerade im Bus, im LKW auf die Map und sehe, wo du gerade steckst. Deswegen kann ich dir sagen, die alte ist erstmal beruhigt, die macht gerade nichts. Schwing auf jeden Fall sofort deinen knochigen Hintern hierher. Nur gehört. Also hab halt nur den Piepen gehört, als das Ding auf dem Boden lag. Gut, ich komme wieder rein, bring den Kruzifix mit rein, weil EMF, das optionale Ziel haben wir erfüllt. Jetzt brauchen wir noch das mit dem Kruzifix, dass das Mistvieh uns verfolgt und über dieses scheiß Kruzifix läuft. Das hole ich jetzt, bring ich jetzt mal mit. So, da ist er wieder. Und hier müsste der Stäbchen irgendwo sein. Also das Buch hat sie nett geschrieben. Kruzifix. Ah, Kruzifix. Hallo. Weißt du ungefähr, wo die immer langgelatscht ist? Also die Bus... also hier lag ja... hier lag ja das EMF. Also hier muss er langgelaufen sein. Und hier haben auch die meisten Kontakte gehabt mit dir. Okay, weil... dann schmeiß ich mal das Kruzifix. Ja, Kruzifix. Schmeiß ich mal kurz hier hin. Weil die muss nämlich da drüber laufen und dann ist es nämlich erfüllt. Mhm. Das Gute ist, wenn wir das vor einer Jagd hier hinschmeißen, können wir uns auch in diesem Radius, wo das Kruzifix jetzt liegt, aufhalten. Da kann die uns nicht erwischen. You know? Also sie kann uns innerhalb irgendwie von einem Radius von 1, 2, 3 Metern irgendwie, kann sie uns dann anscheinend, wo das Kruzifix da liegt, bevor die Jagd losgeht, kann sie dich dann eben halt nicht töten. Das heißt, du könntest jetzt, fleißig wie du bist, den Namen sagen. Ja, Sandra Moore, 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 hörst du mich, Sandra Moore? Sandra. Sandra Moore, wäre total toll, wenn du mal herkommen würdest. Sandra Moore, kommst du mal kurz her? Sandra, Sandra, Sandra Moore, Sandra, Sandra Moore. Sandra Moore, Sandra Moore. Sandra... ja, genau. Moore. Hasse es, wenn die irgendwelche Türen öffnet oder schließt, ey. Also ich hab jetzt mal hier das EMF noch mit an. Nichte. Ja, also... ist ja nix, sagst du. Sagst du, ist ja nix? Sandra Moore, gib uns ein Zeichen. Ich bleib jetzt hier auf dem Kruzifix stehen, ja? Beziehungsweise, ich habe ja noch die Kamera dabei. Ich werde jetzt nochmal vielleicht drüben in den anderen Zellenblock kurz gehen, um den Knochen einzusammeln und ein Foto davon zu machen. Für die Coca-Cola. Du bist ja ein taffer Knecht. Also ich bin eine gute Mann. Guter Mann. Sandra Moore, Sandra Moore, Sandra Moore. Gib uns doch mal bitte ein Zeichen. Es wäre so schön, wenn du kommst und hoffentlich funktioniert auch Bennys Aussage. Das Schöne ist, Stevie haut jetzt hier die ganze Zeit Sandra Moore raus. Soll sie sich da drüben mit ihm amüsieren? Sollen sie Spaß haben? Ne, weißt du? Ist okay. Für mich ist das okay. Ich gehe jetzt hier ganz gemütlich zurück in diesen Zellenblock, wo hoffentlich nichts passiert. Und mach jetzt einfach hier mein Foto und hoffe, dass er mich jetzt hier nicht irgendwie jagt. Was passiert denn eigentlich, wenn die Sanity auf Null geht? Dann wirst du öfter gejagt, im Prinzip. Und sie jagt eben halt öfter und ist hauptsächlich dann hinter dir her. Sehr schau.
deine Sanity liegt nämlich ziemlich weit unten. Meine liegt noch bei knapp 70. Ich frage jetzt nochmal, ich bin untouchable, wenn ich jetzt hier über dem Kruzifix stehe, ja? Soweit ich weiß, ja. Aber ich habe das noch nie live beobachtet. Das ist jetzt nur das, was ich bis dato gesehen und beziehungsweise gehört habe. Gesehen habe ich es ja leider nicht. Dein fucking Ernst, Alter? Du lässt mich hier irgendwie 2000 Mal ihren Namen sagen, irgendwie, und... Oh, warte mal. Oh, Scheiße! Ja, super geil, hat jetzt nicht so gestimmt. Okay, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, ist der Steven, glaube ich, tot. Wäre jetzt so meine Vermutung, weil ich dieses gehört habe. Mal gucken. Lebst du noch? Nö. Hallo Steven? Bist du noch da? Hallo, Tür? Steven? Ja, so ist es, wenn du dich auf die beknackten Gerüchte von Benny verlässt. Also da hinten sehe ich irgendwie eine Kerze. Und leider den toten Steven. Ja, super. Das heißt, ganz gut ist. Was wir natürlich jetzt machen werden, ist Steven mal fotografieren. Weil er sieht, so wie er da sitzt und liegt, sieht er sexy aus. Muss man mal ganz klar sagen. So. Jetzt nehmen wir uns hier... Also, wir wissen... Geisterbox. Wir wissen Geisterorbs. Habe ich Steven vorhin nicht erzählt? Orbs habe ich leider schon gesehen. Es fehlt also uns eigentlich nur eine Sache. Ich gehe jetzt mal davon ganz stark aus, dass es eventuell EMF ist, weil es Gefriertemperaturen nicht sind. Und Schisser wie ich bin... gehe ich jetzt einfach in den LKW. Wir haben es geschafft, der Steve leider nicht. Und wir tragen jetzt nochmal ins Buch alle nötigen Sachen ein. Irgendwie freut es mich, auch irgendwie auch nicht. Ich hätte es gerne mit ihm zusammen geschafft, weil er bringt natürlich dann am Ende mehr Kohle für uns beide. Tja, aber dafür dürften wir eigentlich alle optionalen Ziele erreicht haben. Schauen wir mal. Nee, Kruzifix. Gut. Hat nicht geklappt. Sollte halt anscheinend nicht so sein. Wir tragen jetzt nochmal hier schön EMF Ebene 5 ein und sagen, es ist ein Djinn. Gucken wir mal ganz kurz nochmal ins Journal. Da sehen wir nämlich die Fotos auch. Wir haben nämlich aufgezeichnet einmal Knochen, einen toten Körper und einfach, weil es so schön aussieht, Steve einfach nochmal fotografiert. Judy, sollte genug Zeit gewesen sein für ihn? Wir fahren wieder weg. Bye bye. Und Sandra Moore. Und wir hatten recht. Nice. Super. Stevie, lebst du? Bist du wieder da? Ja, hat total toll funktioniert, dein Tipp. Danke. Hat sie dich denn etwa wirklich beim Kruzifix angegriffen? Ja, ich habe mich nicht bewegt. Du hast dann nur noch irgendwie Rattel-Rattel um ihn rum, Keuche-Keuche und auf einmal kamen die Grabbelfinger von hinten. Gut, weil ich habe jetzt nämlich 75 Dollar. Ich Leben da rauszubekommen. Also ich habe jetzt 52 Dollar bekommen. Bin nie wieder auf das ist aber cool. Da. Das ist aber gut. Nie wieder höre ich das. Es war halt... Kannst du drauf stehen bleiben? Versuch. Das passiert dir nicht. Ey, das ist halt... Ne, das war ein Mythos. Den haben wir jetzt widerlegt. Ne? AKA Mythbusters. Toll. Welcome. Super. Und war ein schönes Ding. Hat mir gefallen. Ich habe es nur gehört, dass noch einmal dieses... kam und dann dachte ich mir, okay, entweder ist jetzt der Stevie tot oder er ist tot. Dennoch hoffe ich, du hattest ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet natürlich wieder Spaß beim Zuschauen. Und ja, Stevie, möchtest du noch irgendwie eine Kleinigkeit zum Abschluss sagen? Möchtest du gerne die Abmoderation machen? Bitte, gönn dir. Ich bin nicht dumm, mehr kann ich dazu heute nicht sagen.
Das ist kein Geschenk, mit Benny zu spielen an der Stelle. Ja? Ich bitte deshalb einen Spendenaufruf. Wählt 555, rettet Steve vor Benny. Ja, nee. Nichtsdestotrotz war das Prison schon mal ein ganz schöner Sprung, muss ich mal sagen, weil wir ja bis jetzt nur in kleinen Häusern rumgekrepelt sind. Von daher war eine Nummer. War eine Nummer. Nächstes Mal würde ich gerne lebend rauskommen aus der Kiste. Aus dem Knast. Ich würde gerne lebend aus dem Knast kommen. Aber ich habe ja schon für die nächste Map habe ich auf jeden Fall schon mal wieder eine neue Herausforderung für uns beide. Das heißt, ich natürlich schalte wieder ein. Schalte natürlich wieder ein, wenn es wieder eine Runde heißt Phasmophobia bei Benny und Steve. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, abonniert den Channel. Viel Spaß und haut rein. Bis dann. Ciao.